Bruck verbindet Menschen. Auf dem Brucker Hauptplatz ist immer was los. Zurzeit ist es der Sport. Man hat eigentlich den Eindruck, die Brucker Innenstadt lebt. Dennoch trafen sich Vertreter der Stadtgemeinde und Wirtschaftskammer in den Räumlichkeiten der WKO. Denn es ging um die Präsentation Masterplan Innenstadt. Wir haben da drei Städte untersucht, also im Auftrag von Städtebund und Land Steiermark, auch die Gemeinden, die wir untersucht haben, haben mitgesponsert oder kofinanziert. Es waren die Gemeinde Bruck, die Gemeinde Hartberg und die Gemeinde Bad Radkersburg. Gesamtaufgabe des Projektes war es, diese Innenstädte zu untersuchen von diesen drei Pilotgemeinden und anhand dieser konkreten Anlassfälle Richtlinien und Empfehlungen zu entwickeln, wie wir diese Innenstädte wiederbeleben können. Im Projekt Masterplan Innenstadt waren gleich mehrere Experten verschiedenster Institutionen eingebunden. Unser Büro hat im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Sixpack der Architekten, Landschaftsarchitekten, Soziologen, ein Kommunikationsexperte und ein Verkehrsplaner angehört, die Aufgabe gehabt, den Masterplan Bruck an der Mur zu koordinieren. Die Studie sollte vor allem aufzeigen, wo sind Fehler passiert, welche Maßnahmen sollen verstärkt werden. Das ist ganz wesentlich daran gearbeitet worden, wo sind Fehler passiert, die dazu geführt haben, dass insbesondere die Jugendlichen nicht Bruck an der Mur als ihre Stadt, nicht die Innenstadt als wichtigen Alltags- und Freizeitraum sehen. Da ist überlegt worden, welche bedingenden Faktoren haben dazu geführt, dass es zu dieser Situation gekommen ist und welche strategischen Ansätze sind da entgegenzuhalten. Es ist weniger darum gegangen, rezepthafte Maßnahmen zu beschreiben, sondern aufzuzeigen, in welche Stoßrichtung muss man gehen, wen muss man aktivieren, welche Leute muss man zusammenbringen, welche Zielrichtungen verfolgen, um diesen Zielen näher zu kommen. Seit Herbst ist eben dieser Masterplan fertiggestellt, ist im Rathaus und heute ist es endlich soweit, natürlich auch auf unser Drängen hin, dass er vorgestellt wird, dem Gemeinderat, den Wirtschaftstreibenden und wer eben sonst noch Interesse hat von der Bevölkerung. Masterplan hin, Masterplan her. Entscheidend wird sein, die Erkenntnisse umzusetzen. Ja, wir werden versuchen, die Innenstadt natürlich auch mit diesen Ideen entsprechend zu beleben. Hier geht es natürlich einerseits in Richtung Mischnutzung, das heißt den Handel entsprechend zu positionieren, aber auch natürlich zu versuchen, das Wohnen und die Dienstleister auch wieder verstärkt in die Stadt zu bringen. Die Verantwortlichen der Stadt Bruck und der Wirtschaft sind jedenfalls angehalten, die vorgezeigten Richtungen des Masterplans zu beschreiten, denn nicht umsonst heißt es Bruck verbindet Menschen.